Ja, das ist das ein Ding. Ja. Nee, es freut mich wirklich sehr. Ja. So, Herr Schmid, ja. Also, meine Damen und Herren, das ist nochmal ein schönen guten Morgen. Herzlich auch noch herzlichen Gruß an Herrn Schmid von Flughafen Memmingen. Freut mich, dass Sie heute hier sind. Ich hoffe, Sie können mich auch hier ohne Lautsprecher oder ähnliche Hilfsmittel verstehen. Ich freue mich, dass wir hier auf der Aero die Gelegenheit haben, eine besondere Auszeichnung an den Flughafen Memmingen zu verreichen. Sie alle kennen die Aero, Sie wissen, auf der Aero gibt es Flugzeuge der unterschiedlichsten Art. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man den Blick eben nicht nur auf die ganz Großen in der Luftfahrt lenkt, sondern dass man die Breite der Luftfahrt erfasst. Auch die Breite gehört dazu. Es ist nicht nur das Wachstum, was bei Airbus und bei Boeing und bei Empire und anderen zurzeit zu verzeichnen ist, sondern auch die allgemeine Luftfahrt, der regionale Luftverkehr ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Sie wissen alle, dass Nachhaltigkeit heute ein Schlagwort ist, das viele verwenden. Aber hinter dem Begriff Nachhaltigkeit, da steckt eine ganz große, ganz wichtige Mission. Diese Mission heißt, wir wollen die Luftfahrt und die Umwelt und das wirtschaftliche Umfeld miteinander versöhnen. Und das geht eigentlich nur über diese Brücke der Nachhaltigkeit. Und die Gründung der IASA oder bei der Gründung der IASA hat die Firma Boeing Luftfahrt gestanden, als sie uns sagten, okay, wir werden immer besser, was unsere Fluggeräte angeht, aber wir haben ein Problem, das Gesamtsystem wird nicht besser. Und wir müssten eigentlich eine Organisation haben, die das Gesamtsystem im Auge hat, die also sowohl auf die Luftraumstruktur guckt, auf die Flughäfen guckt, was am Boden passiert, was in der Luft passiert, was bei den Treibstoffen passiert. Und das war die Gründungsinitiative, die dann zur IASA geführt hat. Mit dem Flughafen Memmingen haben wir heute einen Regionalflughafen hier, einen aufstrebenden Regionalflughafen. Und da kommt es eigentlich darauf an, dass man sich mal klar macht, wofür stehen heute regionale Flughäfen. Sie arbeiten in einer Region, sie arbeiten für eine Region und sie arbeiten mit einer Region. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass in einer Region arbeiten heißt vor allen Dingen auch gute Nachbarschaft pflegen mit allen, die um einen herum angesiedelt sind. Das Arbeiten für eine Region heißt, dass man als Dienstleister der Region die Möglichkeiten gibt, sich am internationalen Luftverkehr mit den unterschiedlichen Methoden, ob das jetzt Linie und Charter ist, ob es Business and Corporate Aviation ist oder Private Flying ist, in Verbindung zu setzen. Und das Arbeiten mit einer Region ist genauso wichtig, denn die Region muss sich weiterentwickeln, wenn sie nicht zurückfallen will. Und wie will eine Region sich weiterentwickeln, wenn sie keinen Zugang zum Verkehrsträger Luft hat? Das geht einfach nicht. So, und wie schwierig das ist, sieht man ja, wenn man hier nach Friedrichshafen will, mit dem Auto beispielsweise. Und das haben wir, wenn wir ja zur Messe kommen, einmal im Jahr oder so. Aber die Menschen, die hier leben, haben das jeden Tag. Und wenn sie von hier aus weltweit Geschäfte machen wollen, dann gibt es keine andere Alternative als letztlich das Flugzeug. So, und deshalb ist es eben so wichtig. Das Thema Nachhaltigkeit, hatte ich gerade gesagt, ist die Brücke von der Luftfahrt in die Gesellschaft. Ist aber auch ein Schlüssel für neues Denken, wirklich ein neues Denken in der Luftfahrt. Ein Denken, was also miteinander strukturiert ist und nicht gegeneinander, wie es also häufig ist. Und wenn man die Nachhaltigkeit richtig versteht, wenn man weiß, dass Nachhaltigkeit mehr als grünes Denken ist, mehr als betriebswirtschaftliches Denken ist, sondern ein in die Zukunft gerichtetes Denken ist, was die Menschen mitnimmt, die Wirtschaft mitnimmt und die Umwelt schont, dann erkennt man auch sehr schnell, dass Nachhaltigkeit die Perspektive ist für Flughäfen, aber auch für die Gesellschaft. Das ganz Entscheidende an diesem Gütesiegel, was wir heute an den Flughafen Memmingen verleihen, ist, es ist ein freiwilliges Gütesiegel. Es gibt keinen gesetzlichen Zwang. Wenn Sie mit Ihrem Auto fahren, dann brauchen Sie nicht nur TÜV-Plakette drauf, sonst zieht die Polizei Sie früher oder später aus dem Verkehr. Das freiwillige Gütesiegel sagt, dass man selber als Flughafen verstanden hat, welche Bedeutung Nachhaltigkeit für den Flughafen bedeutet und dass man sich freiwillig, also sozusagen proaktiv
in diesem Sinne engagiert. Und deshalb ist es eigentlich ein wirklich ganz außergewöhnlich wertvolles Siegel, weil es ja eine zusätzliche Leistung, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht, besiegelt. Grundlage dafür ist eine relativ rigorose Prüfung, muss man schon sagen, die wir vorgenommen haben als EASA in den letzten Wochen und Monaten. Das Ergebnis war, der Flughafen Memmingen hat diese Prüfung bestanden. Dazu möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich gratulieren. Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und genau das hat der Flughafen Memmingen gemacht. Er hat sich proaktiv für die Nachhaltigkeit eingesetzt und zertifizieren lassen. Und dann will ich jetzt noch mit einem kleinen chinesischen Sprichwort nennen. Irgendein weiser Chinese hat mal gesagt, man sollte nie länger reden, als man auf einem Bein stehen kann. Und ich denke, wir haben das jetzt nicht ausprobiert, aber das dürfte so den Zeitlichen sein. Also, ich möchte Ihnen hiermit, lieber Herr Schmid, ganz, ganz herzlich dafür gratulieren zu dieser Urkunde. Ja. Und ich wünsche auch dem Flughafen Memmingen für die Zukunft weiterhin sehr, sehr viel Erfolg in allen Bereichen der Luftfahrt, im regionalen Luftverkehr. Übrigens, regionaler Luftverkehr wird sehr oft falsch verstanden. Regionaler Luftverkehr ist nicht regionaler Luftverkehr zwischen Regionen, sondern Luftverkehr für die Region, für die Menschen, für die Wirtschaft einer Region. Und da wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich sehr über die Auszeichnung. Wir als Flughafen Memmingen sind ja ein relativ junger Flughafen und haben auch in der Vergangenheit das Thema Nachhaltigkeit, sind wir ehrlich, nicht als erste Priorität und nicht als erste Aufgabe gesehen. Wir haben aber schon in der Vergangenheit danach gehandelt und das Ganze letztendlich hat uns natürlich die Zertifizierung erleichtert, denn wir haben eben schon vieles umgesetzt, aber auch nicht so strukturiert und schon gar nicht kompliziert. Und ich glaube, wir haben viel gelernt, auch durch diese Zertifizierung mit dem Herrn Lüge und seinem Team. Wir haben noch weitere Aufgaben vor uns. Das heißt, eine Zertifizierung ist ja erst der Anfang. Ja. Der Anfang auf dem Weg, noch besser zu werden, den Anspruch an sich selber eben auch noch mehr ressourcenschonend eben mit den ganzen Dinge umzugehen, die wir eben brauchen, um Flughafen zu betreiben. Das ist auch ein Stück weit heutzutage, glaube ich, wird es erwartet, dass die Flughäfen genauso sich hier ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen den großen Unterlassen in die Karten schauen lassen, um zu zeigen, okay, was tun wir denn dafür? Wir verursachen Emissionen, aber auf der anderen Seite können wir auch einiges dafür tun, hier das ein Stück weit zu kompensieren. Ein kleiner Flughafen in Memmingen ist eher ungewöhnlich, dass er sich zertifizieren lässt, dass die Großen hier sich leichter tun, dass sie entsprechende Manpower haben, entsprechende Ressourcen haben, das ist klar. Aber wir wollen auch hiermit zeigen und ein bisschen motivieren für andere Verkehrsleitplätze, Regionalflughäfen, kleinere Verkehrsflughäfen, dass es sich lohnt.